Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier auf MoneyTV aus der ersten Bundesliga, 9. Spieltag. Wir sind in Wolfsburg und sehen die Partie Wolfsburg gegen Augsburg. Da sehen wir schon mal zwei Statistiken. Augsburg nicht gut mit dem Gegentor, Wolfsburg sehr gut. Und die Wolfsburger sind hier auch ganz klar Favorit. Allerdings haben ja die Augsburger im letzten Spieltag gegen die München ja doch noch ein 2:2 geholt. Überraschend, muss man einfach mal so sagen. Mal sehen, wie es jetzt wird. Denn Wolfsburg ist echt gut zurzeit. Zweiter in der Tabelle. Und dann gucken wir uns mal die Aufstellung an. Als erstes natürlich der Heimmannschaft. Perwan ist im Kasten bei Wolfsburg. Brooks, Bruma und Knoche in der Abwehr. Roussillon, Arnold, Gouillard, Mewe. Die Brekalo im offensiven, Weghorst ist im Sturm. William ist auch noch rechts außen, beziehungsweise rechts im Mittelfeld. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Andere Seite ist Kubek im Kasten. Max hinten links natürlich auch mal wieder dabei. Vargas, Bayer, Kedira und Hahn im Mittelfeld. Niederlechner, Finn Bogason im Sturm. Hört sich auch erstmal nicht so schlecht an. Allerdings ist es leider noch so. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und jetzt viel Spaß hier mit dieser Preview. Wolfsburg gegen Augsburg. Wolfsburg spielt von links nach rechts in den grünen Trikots. Augsburg von rechts nach links in den schwarz-orangenen oder roten Trikots. Und Wolfsburg will hier gleich mal nach vorne gehen. Da ist Weghorst. Und die erste Schusschance nach der dritten Minute. Kubek kann aber zur Ecke klären. Und hier können wir es nochmal sehen. So gefährlich war es erstmal nicht. Wir springen in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Denn es ist gar nichts los in dieser Partie. Jetzt kommt mal Wolfsburg über die linke Seite. Brekalo. Aber Weghorst kommt nicht dran. Und jetzt ist Halbzeit. Also, das ist ein ganz bitteres Spiel. 0:0. Nichts los, beide Teams wollen nicht oder können nicht, man weiß es nicht. Und für Wolfsburg, ja gut, da war ja auch englische Woche jetzt mit der Euroleague dabei dazwischen. Allerdings kann man trotzdem mehr verlangen von beiden. Und deswegen gucken wir uns mal die Statistiken an, sie werden aber nicht gut ausfallen. Ja, Wolfsburg ist hier besser, hat mehr Ballbesitz, hat auch mehr Schüsse aufs Tor, aber insgesamt kam da nicht wirklich viel rum. Und das haben wir ja auch in den Highlights der ersten Halbzeit bisher gesehen. Nachher kommt um 15 Uhr noch Newcastle United gegen Wolverhampton Wanderers in der Premier League. 15 Uhr einfach mal vorbeischauen. Kann eigentlich nur besser werden als diese Partie, aber wir sind ja noch nicht zu Ende. Die zweite Halbzeit läuft jetzt. Augsburg hat angestoßen und Finn Bogason hat schon mal den Ball. Bayer. Dann kommt Philipp Max. Bayer, oh, setzt sich super durch. Niederlechner, Vargas. Und jetzt ist es erstmal vorbei. Und wir springen in die 51. Minute. Da ist Wolfsburg in Bedrängnis. Niederlechner. Niederlechner ist schon im 16er. Niederlechner. Und Perwan klärt zur Ecke. 52. Minute. Wolfsburg verliert jetzt in der zweiten Halbzeit immer mehr Ballbesitz. Und auch das Chancenplus, denn Augsburg wird besser. Die Halbzeit hatte ihn wohl gut getan. Jetzt ist einmal ein Wechsel. Richter, Marco Richter für Vargas. Jetzt wird es nochmal ein bisschen offensiver bei Augsburg. Sie merken, dass sie hier was holen können. Und jetzt kommt mal Wolfsburg. Mit Bricker. Da ist Memedi. Weghorst! 68. Minute. Das 1:0 aus dem Nix. Natürlich wieder Weghorst, der Holländer. Der macht echt aus Nix ein Tor zurzeit. Das hat man hier auch wieder gesehen. Der Ball war eigentlich überhaupt nicht gut geschossen. Und auch nicht feste. Sehr weit entfernt. Und Kubek kann ihn trotzdem nicht halten, weil da einfach der Schuss aus dem Nix kam. Hier, den muss eigentlich Kubek, der Augsburger Torwart, halten. Aber der ist genau neben den Pfosten eingeschlagen und war halt echt, wie gesagt, überraschend. Wout Weghorst macht sein nächstes Bundesligator. Ja, und wie reagiert es Augsburg? Sie waren ja eigentlich nicht schlecht. Kedira geht raus. Dafür kommt ja, wer kommt dafür? Wissen wir gar nicht.
Auf jeden Fall geht der Kapitän der Wolfsburg runter, Gerhard kommt drauf und Memedi geht auch noch runter. Dafür kommt Klaus in die Partie. Letzter Wechsel bei Wolfsburg, Brekalo geht auch noch runter. Jetzt dürfen wir noch ein paar Spieler in der 82. Minute drauf, die nicht so viel gespielt haben bisher oder gar nicht. Und jetzt Augsburg nochmal im Angriff. Oh, Finnburger sind Finnburger Sonne und Perra. In der 86. Minute zur Ecke. Aber Roussillon macht es nochmal richtig scharf, nochmal richtig gefährlich. Augsburg in der Nachspielzeit nochmal nach vorne. Da ist André Hahn. Sie haben noch ein paar Sekunden, aber machen einen Fehlpass. Und jetzt hat Gerhard den Ball. Gibt den nach vorne zu Klaus. Der hat den Ball auch. Aber Wieghorst kommt nicht dran. Und jetzt ist Schluss. Wolfsburg gewinnt 1-0. Glücklicherweise würde ich sagen, denn beide Teams waren schlecht. Wolfsburg ein Tick besser, aber trotzdem insgesamt nicht viel los. Und somit hier also ein gerade so verdientes 1-0. Wir werden es in den Statistiken sehen, dass es nicht gut war, diese Partie. Das wissen auch beide Teams. Aber jetzt ist es vorbei zum Glück. Und trotzdem nehmen die Wolfsburger 3 Punkte mit. Wichtig im, ja, eigentlich Meisterschaftskampf zurzeit, wenn sie bleiben, damit ja weiter oben. Die Statistiken sind so: Augsburg hat keinen Schuss in 90 Minuten aufs Tor von Wolfsburg gemacht. Wolfsburg hat wenigstens 5, hat auch ein bisschen mehr Ballbesitz und somit ist es verdient, der Sieg. Aber es ist echt bitter mit Augsburg, vor allem sie haben gute Stürmer. Wenn es trotzdem euch gefallen hat, diese Preview, obwohl sie ziemlich langweilig war, dann würde ich mich über Däumchen nach oben freuen, einen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nachher in der Preview wieder von der Premier League. 15 Uhr geht's los. Bis dahin, ciao und bleibt sportlich.